Willkommen zu CESE Automotive. Octavia 4RS, Mensch, den haben wir ja auch noch ganz vergessen im Übrigen. Hinten gehört noch einiges dran. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Folgen erinnern. Für die Seitenschweller, Kappspoilerlippe, Heckflügel. Ja, ist auch ein ziemlich cooler Seller. Scheint gut anzukommen bei den Leuten. Und deswegen gibt es jetzt auch was für hinten. So, mit was fangen wir an? Fangen wir mit dem größten drum an. Das ist der Heckansatz. Verblendung für zwischen den Auspuff. Gehen wir mal hier rum. So, da gibt es jetzt Leute, die haben eine Anhängerkupplung. Für solche Sachen haben wir sogenannte Klettklebebänder. Das haben wir bei dem Fomento auch so gelöst. Da kann man dann diese Verblendungen eben ankleben hier. Und per Klett eben heißt kritschratsch runternehmen, Anhängerkupplung verwenden und flupp wieder dran machen. So, gucken wir mal kurz. Schaut soweit ganz gut aus. Setzt sie hier so zwischen linker und rechter Auspuffblende ein. Und ja, ich schließe so ein bisschen dieses Loch hier. Ich meine, das ist, keine Ahnung. Geht auch ganz schön tief rein. Man weiß auch nicht, was man damit machen soll. Irgendwie zusätzlichen Stauraum regenerieren, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich das Ablagepaket bei Skoda hier. Vermutlich. Clever. Ne? Gut, wir schließen das Ablagepaket. Ich glaube, das kommt ganz nett. Und bevor wir das tun, das machen wir hier mit 3M Klebeband, weil das ist ja so eine Leasing-Bitch und die soll ja auch dann wieder zurück. Und zwar bald im Übrigen. Im Oktober müssen wir sie abgeben, dann kommt nämlich auch was Neues. Kommt wieder Skoda, also für alle Skoda-Fans, der Enyaq kommt dann. Und da werden wir natürlich auch was machen. So. Genau. Wie immer sauber machen. CSR Wundermittel für glänzende, aber wir haben auch festgestellt, matte Oberflächen funktionieren eigentlich genauso gut. Vorreinigungen funktionieren damit. Es riecht unglaublich geil. Also wir haben Kundschaft gekauft, das nur um zu schnüffeln. Und es hat auch einen tollen Reinigungseffekt. So, wir machen das jetzt mal hier kurz sauber. Vor allem wichtig sind hier natürlich die Anlageflächen. Und dann kommt der gute Surface Cleaner. Das ist hier so eine Isopropanol-Pampe, in so ein Tuch getränkt. Der Kollege hat schon vorbereitet. Spielchen kennt ihr ja, die Laschen aufziehen, Trägerband leicht anziehen. Und dann zur Seite. Und dann zur Seite und hier vielleicht so ein kleines Verlängerungsschleifchen anbringen. Macht Sinn. Genau. Weil das ist wie beim Schweizer Käsefondue. Kennt ihr ja. So, wer den Käse verliert, der hat verloren. Primer muss noch drauf, genau. Hier bei dem Heckansatz dürfte dann ein Tütchen dabei sein. Ist im Lieferumfang drin. So. Genau. So, hier ist natürlich Positionierung gefragt. Das Problem ist halt jetzt, durch die Streifen in der Mitte klebt es halt dann zügig in der Mitte. So. Das heißt, wir setzen erstmal dort an, wo das Klebeband noch nicht entfernt wurde. Mitteln aus, also links, rechts, gleichen Abstand, das macht Sinn. Also hier wäre es auch sinnvoll, zu zweit zu sein. So, dann haben wir das gute Stück drauf. Jetzt noch Schutzfolie runter. Das schaut doch mal richtig geil aus, oder? Schaut super aus. Ja. Yes! Also das ist irgendwas, was, finde ich, das Auto irgendwie noch gebraucht hat. Ne? Das sind manchmal so Kleinigkeiten, denkt man so, ein bisschen Heckansatz und so, aber das ist doch gerade das Geile. Kleines Teil, dezent, passt voll in das Auto rein. Der ganze andere Heckansatz, das passt zusammen. Die Farbkombinationen passen zusammen. Nicht so überladen. Total einfache Installation. Kann man wieder zurückrüsten. Ich denke mal, das ist doch das moderne Tuning. Wir haben noch mehr für alle, die sagen, das reicht uns noch nicht. Das sind nochmal so seitliche Verkleidungen, um dem Ganzen hier noch eine Linie zu geben.
man kann das alles kombinieren, ne? Mitte alleine oder Mitte mit dem oder mit dem und was wir noch unten haben. Allerdings, wenn ihr alles kombiniert, dann würde ich vorschlagen, als erstes mit dem unteren Teil anzufangen. Den hier mal rausschrauben. Da ist hier so ein Schutz, den, dafür ist das ja eigentlich da, dass der befestigt ist. Den haben wir jetzt mal auf die Seite geschoben. Mhm. Positionieren wir mal das drum hier. Schauen wir mal hier so noch ein bisschen auf die Seite. Und dann nehme ich das Loch, was wir hier hinten haben, und versuche das mit dem Schraubenzieher zu markieren. Ha, funktioniert. So einfach geht das. Also man nimmt für sowas immer den ersten Gang. So. Wunderbar. Also. Wir drücken das Ding hier wieder rein. So, ziehen das hier ab, ziehen am besten das hier vorne ab. Warum? Da haben wir dann weniger Klebefläche, dann können wir noch ein bisschen hin und her rucken, kommen aber schon mal an das Klebeband dran. Ja. So. Wenn ich überlege, was wir früher rumgemacht haben mit so einem Scheiß immer, ne? Stunden damit verbracht, irgendwelche GFK-Stoßstangen runterzubauen und boah, nochmal, ich gib mal die Pfeile hier und so, ne? Aber das, die Flex, der Träger muss weg und so, das alles, das ist passé, das ist einfach klack, fetch. Plug and play. So. Genau, dann machen wir einfach so und so. Ja, Kinders, das ist doch tippitoppi. So, also das geht ohne mit, ne? Ihr könnt das kombinieren oder eben nicht oder einzeln. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. So, das Teil hat auf jeden Fall meines Erachtens auch seine Daseinsberechtigung. So, haben wir drei modulare Bauteile im Endeffekt, kombinierbar, nicht kombinierbar. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Voila. Schaut super aus. So, im Endeffekt easy mounting. Ihr seht ja, drei verschiedene Teile modular zu verwenden, einzeln oder kombiniert, wie ihr möchtet. Cooles Gesamtbild, denke ich mal, für den Octavia 4 RS. Und in diesem Sinne, auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und ja, jetzt dann noch einen kleinen Carbon vom Auto. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis das nächste Mal. Danke, CSR.